Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill. Zwei. Zwei Baumstämme. HD. Oder? Das Baumstämme? Keine Ahnung. Ja, das sind Baumstämme. Ja, und die sind zum Fischen da, damit man auch als Angler da drauf gehen kann und nicht fischt, so wie es auf dem Plakat dann auch liegt. Ja, richtig, das soll dann abschrecken, ne? Ja, ich könnte ruhig fischen, aber da versucht man drauf zu stehen. Oder wenn so ein Fisch anbeißt, dann bist du direkt, egal, gut. Es sieht auch nicht aus, als wäre da unbedingt viel Wasser drin, oder? Nee, und generell das Wasser sieht sehr matschig aus. Matschwasser, stilles Wasser. Hier wird es hergestellt. Ja, lange ist es her schon wieder, ne? Haben wieder ein paar Wochen, mussten wir aufsetzen, weil es ist immer schwer, sich zu dritt zu treffen. Stellt man schon fest. Richtig, lange arbeiten, krank, alles kommt dazwischen. Ja, eben. Aber jetzt. Und lange krank arbeiten auch noch. Ja. Also wenn du dann krank bist, dann musst du dann noch länger arbeiten, weil dann schaffst du ja nicht so viel. Du kannst ja nicht die Leistung erbringen, die du sonst immer erbringst. So ist es nämlich. Ja. Gut. Was war das nochmal? Was machen wir jetzt? Ja, wir sind am Rosewater Park. Da sollten wir hin, um Mary zu suchen. Mary heißt die, ne? Mary. Ja, dann haben wir uns ja hier durch diese beschauliche kleine Parklandschaft gesammelt. Gesammelt, genau. Haben noch ein paar Dinge gefunden, nützliche Dinge. Ja, konnten auch gerade noch mal den Pyramid Head noch mal machen. Ja, gab ja keinen Speicherpunkt und ja. Egal, wir machen das jetzt. Ja, eigentlich wollten wir uns ja einen Fisch angeln, dürfen wir ja nicht. Ja, also, wie gesagt, wir dürfen schon, aber wir müssen uns auf den Baumstämmen halten. Aber müsste dann, ach so, na gut. Ja, wir müssen erstmal einen Weg zu den Baumstämmen finden, das ist der Plan. Das ist der Plan. Gut. Scheiß auf Mary. Wer ist Mary? Was steht da? Hier Fishing. Ach, guck mal, Mary. No swimming. Das ist no swimming or diving, genau. Aber Fishing. But maybe fucking. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Gute Anmach. I can't believe it. You could be her twin. Your face. Was hat sie denn da an? Just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. Dieser Rock, ne? That's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Boah, ich finde, es sieht echt nicht warm aus da. Nee. Habt ihr das auch gesehen? Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? Sehr schön. I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. But I want it that way. You're coming with me? You were gonna just leave me? No, but... With all these monsters around? No, I just... Immerhin mal jemand, der die Monster sieht. Ja. All alone here. Everyone else is gone. I look like... Mary. Don't I? I loved her, right? Huh. Or maybe... You hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Ja, yeah, fine. Okay. Oh, jetzt haben wir hier so eine Truse damit laufen. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 4 mit Ashley. Ja, stimmt. Ja. Ja, genau. Ne? Herrlich. Frage ist, müssen wir jetzt echt auf sie aufpassen? Kann sie sterben? Wir werden es erleben, denke ich.
Also du wirst sie auf jeden Fall einmal sterben lassen. Du wirst sie sterben lassen, wollte ich gerade sagen, ja. Hier schon wieder No Fishing. Um dann wieder von vorne anzufangen? Ich glaube nicht. Dann lieber nicht. Okay, also ganz von vorne. Geh mal die Treppe hoch. Nee, aber die Treppe, da sind so drei Kanisterkübel. Da ist bestimmt richtig viel zu hoch. Ach, guck mal. Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, der einer Krankheit starben und im See schlafen. Hat man die alle hier im See bestattet? Einfach alle da reingeschmissen. Ach, schon wieder 67 Stück, jetzt können wir ja wohin damit? Kannst du da durchgucken eigentlich, durch dieses Fernrohr-Dings? Bezweifle ich. Kostet einen Euro. Ja. Da fragt man Maria oder Mary oder welche Babe. Oder welche ist das jetzt? Das ist Maria. Maria, okay. Ich bin schon ganz verwirrt. Hätte ich nicht einfach sagen können, ja, ich bin Mary und dann ist gut? Da kann man auch hoch. Wo gehen wir jetzt her? Die Frage ist, was machst du überhaupt? Ich wollte hier auch mal hochgehen, wenn man das kann. Wir wollten jetzt zum Hotel. Ja, okay, dann gehe ich wieder. Nein, ist okay. Ich hab Marius geantwortet. Du kannst da ruhig hergehen. Nee, möchte ich nicht mehr. Das ist eh das Gleiche, wo wir gerade schon waren. Da kommen wir eh nicht weiter. Ich vergesse, wir kommen doch nicht weiter. Aber ich möchte da nicht lang gehen. Boah, das ist unüberwindbar. Ja, das stimmt. Hat sie eine Waffe? Können wir ihr eine Waffe geben? Nein. Vielleicht finden wir ja noch einen Stock. Sie hat die Waffen einer Frau. Oh. Willst du nicht da reingehen, da an der Seite? Da so? Genau. Lass ihn doch mal spielen. Ja, lass ich ja, aber er soll da richtig spielen. Spiel doch selber. So. So, das hast du mir gegeben. Gut. Ich stöhne mir immer so lüstern ins Ohr. Was soll das? Ist sie das? Das bist du. Oh, das hört sich aber gerade an wie, ja, ne? Also hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei, irgendwas Falsches denkt. Was? Opfer der Verfolgung durch Jenny Carroll führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Ja, wenn das so ist. Können wir mal einen geschwinden Blick auf die Karte werfen? Also, guck mal, hier waren wir eben noch gar nicht. Das ist der andere Weg. Aha. So. Und da ist Parking hier, da hinten. Und dann müssen wir da die... Hier, Nathan Avenue da hoch, oder was? Genau, die Straße einfach lang, ne? Jo. Das sieht ganz so aus, ja. Das kann ja nur einfach werden. Das denke ich auch. Das ist ein Klacks für mich. Ich bin ja guter Dinge. War ich jetzt hier schon? Nee. Liegt hier nichts rum? Nein, anscheinend nicht. Auf der einen Seite so viel, ne? Und hier jetzt joa nix. Die ist aber schnell außer Atem. Ist ja auch eine Frau. Also was soll das denn jetzt heißen? Ach, weiß ich auch nicht. Oh, Junge! Oh! Da liegt ein Trank! Wie es blutet. Wenn es blutet, kann ich sterben. Tja, also ein kleines Trink. Ganz schön überrascht da, ne? Ich hab mich tatsächlich ein bisschen... Ja, ich hab nicht damit gerechnet, auf jeden Fall. Okay, das Radio ist wirklich auch erst sehr spät angegangen, ne? Können wir auf den Parkplatz drauf? Das habe ich schon ausprobiert. Nein, können wir nicht. Nein, von woanders meine ich. Nicht von da, wenn du jetzt da in den Zaun lang gehst. Wollen wir mal schauen? Nö! Gute Idee. Toll. Danke. Da gibt's ja auch noch mehr Gesundheitsdrinks. Ich glaube, die sind so langsam, da kannst du ganz auch austricksen. Ich glaube, der greift Mary an. Ja, aber ziemlich erfolglos. Ich glaube, da kam noch einer, wa? Oder? Nee, der hat nur einfach so in die andere Richtung geguckt. Man vertraut uns aber. Einmal Räuberleiter rüber. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja gut, dann lass uns mal, ne? In die andere Richtung auf. Fix zum Hotel. Die Nathan Street hoch, Avenue? Ja, genau. Oh, willst du nicht drauf scheißen? Oh, der braucht einen mehr? Der war ein bisschen weiter weg, ne? Ich würde sagen, diese Kugeln verlieren nach ein paar Zentimetern auch ihre Durchschlag. Eben, das genau. Sehen wir noch einen Meter weiter und... Ist ja nicht mehr als wie eine Weintraube. Ja, aber wie gesagt, sollen wir nicht diese komisch mit den Beinen auf jeden Fall irgendwie links liegen lassen? Kannst du irgendwie nachladen? Weil die kriegen uns eh nicht. Was sagst du jetzt so? Sebastian? Ja. Ich befürchte nur, dass sie dann halt... Irgendwann immer noch da Maria kriegen.
Ja. Weil die ist so schnell außer Atem. Machst du einen großen Bogen rum. Pup. Mal schauen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob die überhaupt angegriffen wird, die Maria. Doch, wird sie. Wir wissen das noch gar nicht. Doch. Da war wieder was. Aber rennen. Ist auch gleich Game Over. Wir haben lange, lange nicht gespeichert. Aber echt, ne? Ja. Ich weiß, wer dann bis zu dem Punkt wieder spielen darf. Ich oder was? Ja. Also, weil ich gesagt habe, dass die... Nur weil du nicht spielen kannst. Ja. Ach so. Stand irgendwas auf dem Boden? Nein, ne? Ich glaub nicht. Ich guck schon immer so ein bisschen auf den Boden. Oh, seht ihr jetzt Silent Hill, was? Ja, das ist ja, da war nix. Guck, nix passiert. Da, was steht da? Silent Hill, was? Historical Society. Was ist eigentlich die ganze Zeit auf der anderen Seite von der Straße? Soll ich nochmal ganz zurücklaufen, die andere Straßenseite überprüfen? Da, guck mal, da geht's rein. Aha. Und der lädt. Gibt's hier? Kisten. In jedem anderen Spiel würde man sich jetzt freuen. Das ist ein Telefon. Ja, wir können um Hilfe rufen wohl. Ja, gut, ist, glaube ich, nicht viel, ne? Sieht nicht so aus, ne? Gleich haben wir uns einfach geisterhafte Nebel gestaltet. Da war doch gerade irgendwas, aber es war nur eine Wolke. Das willst du aber wissen, ne? Ja, ich soll es doch untersuchen, oder? Ja, ja. Ja. Dann mache ich das auch. Ich mach's ja an einem Sachen. Ich hätte ja nur nicht mit gerechnet, dass du so einen Erkunder dran hast. An einem Zaun sind wir. Gibt's hier nicht. Oh. Aha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Wo zur Hölle? Wo sind wir jetzt? Heaven's Night. Geil. Das ist ha. Cool. Wir kommen gerade irgendwelche Erinnerungen, dass wir auf jeden Fall hier nochmal im Spielgeschehen hin müssen. Ich frage es, ob jetzt oder später. Weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier richtig sind, dann wäre es richtig witzig. Erinnerst du dich auch, Sepp? Nein, ich erinnere mich nicht, ehrlich gesagt. Aber hier geht's auch nicht. Ich glaube, wir kommen hier irgendwie mal raus oder so. Da, guck mal, die Tür. Das kann sein. Ja, ich glaube, irgendwas passiert hier noch. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Gut, dass wir es schon ein paar Mal vorher erkundet wieder haben. Ja. Wahrscheinlich bricht diese Road hier gleich irgendwann ab. Wo wir eigentlich lang gehen wollen. Und dann müssen wir hier rein. Du meinst die Nathan Avenue? Aber wir müssen das erst triggern, oder was? Und dann geht die Tür hier offen. Vielleicht. Richtig. Oder erst nach dem Hotel. Ich freue mich schon wieder auf die nächsten 3000 Türen, die wir untersuchen können. Ja, das wird wieder schön. Mit der Schlüssel suchen. Die suchen sich immer genau die richtigen Schlüssel aus? Nee, genau die richtigen Gebäude aus. Um Schlüssel zu verstecken? Das auch. Von redet ihr überhaupt? Von Schlüsseln und Gebäuden. Okay. Von Gebäudeschlüsseln quasi. Kannst du nicht aufpassen? Was ist denn mit Schlüsselgebäuden? Sollen sie die Story halt nach vorne bringen, oder wie? Richtig. Die gibt's ja hier nicht. Was ist das auch? Lakeside Amusement Park. Ah, schon Mann. Wieder ein Amusement Park. Ja, ich denke, es ist dasselbe. Ist ja auch wieder Silent Hill, ne? Oh. Was zur Hölle? Wer schmeißt die denn hier hin? Was ist denn jetzt mit Maria? Oder Mary? Your Ed. Ja, das ist die Frage, kurz umdrehen? Die ist. Ah, ja, gut. Die hat schon drauf. Können wir diese zwei Fleischbrocken da über den Zaun rücken? die wäre geschmissen hätte. Quiet Cocktails? Was? Ruhige Cocktails? Du bist ja ganz ruhig, wenn du die trinkst. Na, ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache, ne? Da ist ein bisschen Rohypnol drin. Oh, Bremsspuren? Wer ist denn hier um die Gegend geschlittert? Um die Gegend, um die Ecke. Um die Gegend? Mhm. Ah. Aha. Boat Lounge. Da liegt ein Erste-Hilfe-Paket. Das ist gut. Was? Lake View Hotel Boat Lounge? Ah, closed. Ja, okay. Aber Lake View Hotel ist ja schon mal... Gut. Hört sich gut an. Hört sich richtig an. Wir befinden uns auf dem richtigen Wege. Was? Schiffe zum Vergnügungspark am See und Lake View Hotel. Okay, anscheinend brauchen wir also eine Schiffverbindung, um zum Lakeview Hotel zu kommen. Warum kommt man da anders nicht hin? Was für ein Scheiß. Was ist das denn? Ich will mich schon ärgern. Hängt eine Tasche dran, oder was ist das? Historical Society. Obwohl, nee, ich würde mich gar nicht ärgern. Ich finde es irgendwie cool. Hat ein bisschen was von Harry Potter, Teil 1. Wenn man zum Hotel mit so einem Boot müsste. Jo. Warum nicht, ne?
Doch, aber auch so wie eine Arschbombe, ne? Er ist zusammengeknüttelt. Giga. Baby. Okay, ich habe das Gefühl, dass das nicht wirklich Sinn macht, hier weiterzulaufen. Ja, lauf mal weiter. Ich denke mal, das macht irgendwann, ist das dann Ende. Aber wir wollen ja trotzdem gucken. Wir sind doch Entdecker. Okay. Kennt ihr noch Piggledy und Frederik? Was? Boah, noch so ein... Er oder was? Nein, ob ihr das kennt? Nee. Nein? Was ist das denn? Die Schweine? Piggledy und Frederik? Ja, doch, ich weiß, wen du meinst, glaube ich, aber habe ich nie wirklich was mit am Hut gehabt, auf jeden Fall. Oder liegt da einer? Wer? Da, ist er gemacht. Eine Karte. Aha. Ah. Der Parkplatz ist durchgestrichen. Da irgendwo, wo eine Gasse drin war, ist ein Kreis drum. Mhm. Und ja. Da sind noch zwei andere Striche noch. Wege, ne? Die abgeschnitten sind, so gesehen. Das ist vielleicht jemand, der schon mal versucht hat, hier durch Silent Hill zu laufen und der genauso eine Karte markiert, wie wir das machen. Mit Blut. Mit Blut. Weil er härter war als wir. Das könnte ja bedeuten, dass das, was eingekreist ist, wichtig ist. Da müssen wir schon mal hin, um nämlich dann zum Boat Lounge Zutritt zu bekommen. Also über dieses Silent Hill Historical Society Gebäude, was da gerade noch abgeschlossen ist. Ja. Also die Frage wäre für mich jetzt nur, warum ist mein Parkplatz ein Kreuz? Weil ist der das so böse ist. Da, dass man da nicht hin soll? Weil der zu ist. Ja, aber es sind ja mehrere Sachen, die zu sind bestimmt. Das Jack's Inn, das Blue Creek Apartment, das ist ja überhaupt nicht. Nee, da waren wir ja drin. Ja, ja, aber das war er vielleicht nicht drin. Das ist ja überhaupt nicht eingekreist. Also, ne? Aber ist ja egal, wir können ja erstmal wieder dahin gehen. Also da, wo der Kreis ist. Ja, zu Pete's Bowl-Rama. Oh, guck mal, das kreist da sogar ein. Ich hab's auf meine eigene Karte übertragen. Oh, da liegt da noch was? Ja. Patronen. Vergiss immer, dass die Mary hierbei ist. Oder Maria. Maria, Maria. Heaven's Night. Also gehen wir jetzt. Wow. Oh nein, die schmeißen auch um sich mit den Typen hier. Oder Frauen. Das ist einfach nur schlecht. Ohne Witz. So ein Menschenkatapult. Was? Was war das? Ich weiß es nicht. Das war okay. Auf jeden Fall ein anderes Geräusch. Wieder Bremsspuren auf der Straße. Hey! Man wundert sich schon gar nicht mehr, ne? Nee. Hey! Es ist wie Karneval, weißt ja. du? Kamelle, Kamelle! Du hast auch mal ein cooles Karnevalskostüm, wäre dieses Beinding. Ich weiß zwar noch nicht richtig, wie man das machen soll, aber. Die machen komische Geräusche. Das stimmt. Und das, obwohl die gar keinen Kopf haben. Unsere Herzdame noch hinter uns. Kann auch anders Geräusche machen. Wenn ich meine 10 Nägel aneinander reihe, macht das auch so ein Geräusch. Hm. So, da sind wir eben reingegangen. Warte, wo bist du jetzt genau? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin. Hast du überhaupt die Tür versucht vorhin? Nein. Nee. Und die ist es jetzt. Vielleicht aber jetzt erst, weil wir jetzt den Hinweis bekommen haben. Das wäre aber schön doof. I didn't come here to play, you know. Hurry back. Okay. Wie das hier, oder was? Jetzt meckert sie noch rum, ne? Willst du mich alleine lassen bei den ganzen Monstern? Und jetzt? Ich komme jetzt nicht in diesen. Ich weiß nicht, in diesen. Das ist ein Boating Center. Ja, aber die kommt jetzt nicht damit rein. Ja, in diesen draußen, monsterverseuchten Stadt, weil die Bodig nicht mag. Ja. Hätte den Schuss nicht gehört. Man muss halt Prioritäten setzen. Verstehe nicht sowas. Ach, die beiden. Er frisst sie wieder voll. So, what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Ha! Huh, you're just a gutless fatso. What'd you have to say that for? I thought you said the cops were after you. No, I just ran because I was scared. I don't know what the cops are doing. But if you did something bad, why don't you just say you were sorry? Well, I guess I run away a lot too. It's no good. They wouldn't listen. Nobody will ever forgive me. Mhm.
Das war der gekotzt hat, ne? Hm. Ja. Der Hunger. Und jetzt frisst er sich wieder. Ja. Mit Pizza. So. Diese Worte waren nicht an uns gerichtet. Nee. Aber warte mal eben. Die Folge ist vorbei. Ist richtig. Ja. Müssen wir mal pausieren, das Spiel. Ja, ja, wir pausieren das jetzt nämlich jetzt mal hier. Damit wir auch wieder was Krasses haben, womit wir anfangen können. Warum redet ihr über Mary? Was hat er jetzt zu suchen? Was hat er mit der Kleinen zu tun? Und was hat er Schlimmes angestellt, dass er nicht einfach Entschuldigung sagen kann? Und die wichtigste Frage, was ist dieser Belag auf der Pizza? Und warum mag Maria kein Bowling? All diese Fragen werden wir beantworten bei der nächsten Folge von Silent Hill 2. Woo! Yay! Bis dann. Tschüss. Tschüss.